Sehr oft aus Spaß und manchmal auch ernsthaft werde ich so angesprochen. Wieso kriegst du immer wieder Geschenke von Firmen? Die schicken es einfach her, gell? Also ich hätte auch ein paar Gratiszeug. Das wäre schön. Du hör auf, Haverer. Der wird's alles sowieso gratis in den Arsch schön. Aber wie ist das wirklich? Wie kommt man zum Sponsoren? Wie wird man gesponsert? Ich bin der Alex und in diesem Video werde ich die Sache ein bisschen näher rangehen und vielleicht deine Fragen beantworten. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Influencer und Brand Ambassador. Viele wissen das, ich möchte das aber erstmal erklären, bevor wir mit dem Video anfangen. Wirtschaftslektion zum Beispiel beschreibt, als Influencer werden Personen bezeichnet, die aus eigenem Antrieb Inhalte wie Text, Bild, Audio und Video zu einem Themengebiet in höher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. Diesen Begriff Influencer in dem Form, wie wir es kennen, gibt es seit Nullerjahren, also ab dem Jahr 2000 hat sich so präsentiert. Auf der anderen Seite, Brand Ambassador bezeichnet Raven so. Als Brand Ambassador bezeichnet man im deutschsprachigen Raum einen Markenbotschafter. Er präsentiert das Unternehmen in der Öffentlichkeit und bringt dabei das Produkt, die Dienstleistung und die Unternehmenswerte der Zielgruppe näher. Markenbotschafter sind die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Natürlich, wie viele andere Situationen, das hier ist ja auch eine zweiseitige Beziehung. Das gibt zumindest zwei Parteien dafür. Einerseits die Firmen brauchen Influencer, auf der anderen Seite Influencer brauchen auch die Firmen. Aber warum die Firmen brauchen Influencer? Vor 20, 30 Jahren hat ein Hersteller hat ein Schaufenster gehabt, einen Ausstellungsraum gehabt, die Produkte einfach dagelassen, man hat es gesehen, man hat irgendwie sich für einen Kauf entschieden, reingegangen und diskutiert und gefragt und alles Mögliche und dann hat es gekauft. Natürlich, Prospekte und Werbung und alles hat es gegeben, aber ich möchte erstmal dieses Schaufenster ansprechen. Es ist aus Firmensicht etwas besser, etwas produktiver oder etwas positiver, wenn ich als Hersteller mein Produkt jemandem gebe, der das für mich als Werbung darstellt. Natürlich, es funktioniert besser, wenn man diese Werbung durch ein bekanntes Gesicht macht. Der Deutschsprachigen treffen eine Entscheidung, wenn ein bekanntes Gesicht oder wenn ein Bekannter ein Produkt denen empfiehlt. Also wenn ich zu einem Bekannten gehe und sage, dieses Semmel sollst du kaufen, 90% ist wahrscheinlich, dass dieser Mensch das kauft. Wenn dieser Mensch dieses Semmel in eine Broschüre sieht, in einen Katalog sieht, die Wahrscheinlichkeit ist 70%. Und dann, wenn diese Semmel in eine Werbung kommt, zwischen, keine Ahnung, Fußballspiel, zwischen Dschungelcamp, keine Ahnung, was man schaut, im deutschsprachigen Raum, die Wahrscheinlichkeit ist nur 30%. Das ist ein sehr großer Unterschied zwischen deutschsprachigem Markt und andere sprachigen Länder. Also als Hersteller ist in meinem Interesse, anstatt meine Sachen ins Schaufenster lassen, unter Dreck und Staub, jemanden finden, das dieses Produkt für mich vermarktet. Das ist ein Grund. Einen anderen Grund ist ein Feedback, was als Hersteller von diesem Influencer oder sogar von Consumer man bekommt. Die Firmen sind ständig dabei, die Sachen neu machen, Design anderes machen, die Produkte ein bisschen verbessern, die von Praxis diese Feedback bekommen und das Produkte, was sie herstellen, ein bisschen weiterbringen, ein bisschen verkauftauglicher machen, ein bisschen fehlerfreier machen, sage ich einfach. Und diese Fehler, ich kann besser rausfinden, indem ich das Produkt auf Herz und Niere teste. Also stellt euch mal vor, ich kaufe mir einen Stiefel. Ich werde darauf achten, ich werde darauf aufpassen, nicht, dass es nicht schmutzig wird, dass es geputzt wird, dass ich nicht unbedingt irgendwo gegen Stein gehe.
Ja, halt, das habe ich gekauft und ich werde darauf achten, dass es lange bleibt. Aber wenn ich dieses Produkt gratis bekomme oder in einen niedrigeren Preis bekomme, dann muss ich einfach nicht darauf achten. Ich muss es testen, ich muss Feedback geben oder ich muss meine Erfahrung damit teilen. Und diese Erfahrung ist auch nicht immer in Laborsituationen. Dann kann ich rausfinden, okay, im Labor ist wahrscheinlich 100.000 Kilometer, aber im realen Leben, ja, es hat nicht einmal 2.000 Kilometer gehalten. Also, das ist auch ein Firmeninteresse, reales Feedback zu bekommen. Das ist auch ein Vorteil. Oder in einem anderen Fall, es sind die Firmen oder Startups, die haben mit irgendwas angefangen. Ein Startups kommt und eine Taschenlampe produziert. Der sagt, das ist eine neue, innovative Start. Eine Taschenlampe. Gut und schön. Keiner wird das kennen. Keiner kennt das. Keiner wird danach suchen. Es gibt große Firmen oder halt ältere Firmen, die seit langem das produzieren und verkaufen es einfach weiter. Als eine unbekannte Marke, als ein Startup oder als eine Firma, die, keine Ahnung, in Neuseeland produziert, hat wirklich keinen Zugang zum deutschen Markt, sage ich einfach Beispiel. Und diese neuseeländische Firma wird sich interessieren, jemand finden, um diese Taschenlampe zu präsentieren, indem der Sprache kennt, indem der Menschen kennt, indem der eine Reichweite in diesem Land hat. Von daher haben auch die Firmen aus über mehr Interesse in Influencer in anderen Ländern. Ja, es ist nicht nur Sprache, sondern auch Reichweite. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite. Warum Influencer haben Interesse an Firmen? Ist das, was wir am Anfang gesagt haben, so Gratiszeug? Zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe Spaß, Videos zu produzieren. Ich habe Spaß daran, Reisevideos zu produzieren. Ich habe Spaß daran, Reviews machen, meine Meinung dazu sagen. Ja, der Laberer, der möchte einfach über irgendwas reden. Habe ich einige Kosten für meine Reisen? Habe ich einige Kosten für mein Equipment, sei es Kamera, Mikrofon, alles, was ich dabei habe, Drohne? Habe ich investiert? Und natürlich freue ich mich, wenn du diese Videos anschaust, das ist ja eine andere Sache. Aber werde mir das Leben leichter machen, wenn ich von irgendwer gesponsert bekomme? Also wenn ich mein Motorrad, meine Kamera, mein Equipment, alles da reingelegt habe, dann vielleicht werde ich ein bisschen Schwierigkeit haben, keine Ahnung, eine Brille auch noch dazu kaufen. Das ist eine Hilfe für mich. Das nehme ich dankend an. Ich komme aber dazu, um zu sagen, in welchen Arten und in welchem Kontext nehme ich irgendwas an. Oder zum Beispiel, ich habe einen Schraubenschlüssel, ich brauche den zweiten nicht mehr. Aber diesen Schraubenschlüssel passt zu meinem Kontext, passt zu meiner Zuschauergruppe. Vielleicht einer oder andere wird sich dafür interessieren. Nehme ich diesen Schraubenschlüssel und mache ich ein Review, mache ich einen Test, benutze ich. Von daher, das ist auch eine Methode. Ich brauche es nicht, aber passt zu meinem Kontext und kann ich ein Video daraus machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und nach dem Motto Erfolg bringt Erfolg, wenn ich mit, keine Ahnung, drei Firmen zusammenarbeite, die sind gute Firmen, die haben einen Ruf, einen Namen im Markt. Wenn ich zur nächsten Firma gehe und ich sage, ich würde gern mit euch arbeiten, und das ist mein Resümee. Diese und diese und diese und diese Firma haben sich zugetraut, mit mir zu arbeiten, mit mir eine Kooperation abschließen. Sie werden sagen, ja, wir kennen den Typ nicht, aber wir kennen diese Firmen. Könnte sein, dass er für uns ein Gewinn ist. Aber da muss man auch ein bisschen achten. Ich komme dazu, um zu sagen, worauf man wirklich achten muss. Da kommt die Frage, welche Produkte, welche Zusammenarbeiten, welche Dienstleistungen darf ich annehmen? Das ist eine individuelle Frage. Die Frage darf jeder für sich beantworten. Aber ich möchte sagen, es ist nicht so, dass man sagt, ein geschenktes Gaul schaut man nicht ins Maul. Ein Beispiel, wenn eine Firma Motorrad-Equipment oder irgendwas in Richtung Motorrad produziert und mir einen Vorschlag macht, du,
Wir geben dir das Produkt und wir wollen mit dir zusammenarbeiten und wir wollen, dass du für uns Werbung machst. Diese Anfrage, ja, ich kriege auch manchmal Anfragen, dazu komme ich. Aber diese Anfrage werde ich etwas genauer mir anschauen, weil zu meinem Kontext passt, weil mein Zuschauer hat Interesse in Motorradzeug und in Motorradreisen und das passt irgendwie zu meinem Kontext. Okay, ein Spezialfall. Wenn eine Firma kommt mit einer Packung Kaffee und sagt, du, wir wollen, dass du eine Werbung für diesen Kaffee machst, wir haben neue auf den Markt gebracht. Das passt nicht direkt zu meinem Motorrad-Community, aber ihr kennt das, ich habe ein Zeichen, ich habe ein Signature und das ist mein Kaffeekocher. Im Hintergrund konnte ich diesen Kaffeemarker, dieses Produkt im Spiel bringen. Das ist möglich, auch wenn nicht direkt mit meinem Kontakt zu tun hat. Ja, wenn einer kommt mit einem Proteinpulver und sagt, mach eine Werbung für mich. Ich glaube, bei jemand, der ein Sixpack hat, ist besser beraten als bei mir mit meinem One-Pack. Ja, das wäre lustig gewesen. Wenn ich ein Video produzieren möchte, als Werbung, ich hasse diese Werbung, deswegen spreche ich es an. Ich mache eine Werbung für Nasewin und ist mir dann egal, ob ich ehrlich sage, ob ich schön mache, ob ich spannend mache. Es ist einfach egal. Ich habe meinen Kohle gekriegt, ich habe Werbung gemacht. Werde ich im Nachhinein nicht mehr meinen Zuschauer ins Auge schauen und irgendwas anderes erzählen? Das ist anderen Zugang. Aber weil ich größere Pläne habe, weil ich weiterkommen möchte, weil ich dein Vertrauen nicht verlieren möchte, ist mir wichtig, dass ich bei der Sache ehrlich bleibe. Und auf der anderen Seite, heutzutage gibt es unzählige von Informationen auf Internet, in Büchern, alles Mögliche. Wenn ich dir ins Auge schaue und irgendein Blödsinn über diesen Tisch erzähle, du hast Zugang zu Infos. Person X und Person Y hat das auch gemacht. Das habe ich letztes Mal gesagt, meine Videos sind nicht einzigartig. Und du wirst die Wahrheit irgendwann mal rausfinden. Ich bleibe einfach mit meinen Lügen, mit meinen Blödsinn hier sitzen. Du wirst abhauen, du wirst nie wieder hier reinschauen. Wenn bei deiner Suche nach irgendwas mein Video vorkommt, du sagst, der redet irgendeinen Blödsinn und der lügt mich an, das zahlt sich wirklich nicht aus. Erstmal, ich danke dir, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und wenn du bis jetzt dabei geblieben bist, weißt du die Antwort von selbst. In diesem Geschäft, wie viele andere Geschäfte, wie viele andere Beziehungen, wie viele anderes, was zwei Parteien zumindest gibt, es gibt Geben und Nehmen. Es gibt kein Gratiszeug. Auch wenn ich am Anfang nicht dafür zahle, auch wenn ich am Anfang 50% der Preis dafür zahle, man kann 95% der Preis zahlen und immer noch eine Kooperation sein. Auf jeden Fall, es gibt von bis, aber es gibt kein Gratiszeug. Es gibt Geben und Nehmen. Ich bekomme was oder du bekommst was von mir, dafür verlange ich eine Gegenleistung. Und wie man zu einem Influencer werden kann oder halt Markenbotschafter. Entweder hat man sich wirklich bemüht, hat Equipment zusammengebracht, hat gelernt, wie man ein Bild macht, wie man einen Artikel schreibt. Ich bin immer noch in dieser Lernphase, aber ich sage es einfach. Man hat sich so Schritt für Schritt nach oben gekämpft. Man hat sich bemüht, um einen Namen draus zu machen, auch sein Instagram-Profil, auch sein YouTube-Profil. Und jetzt ist in einer Stufe, wo die Firmen sagen, bah, der kann für uns Werbung machen, der ist gut. Ich bin längst nicht in dieser Position, wünsche ich mir. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man hat eine Idee, man hat eine verrückte Idee und man hat auch ein bisschen Glück. Geht die Sache ran. Habt wahrscheinlich jetzt vermutet, von wem ich rede. Ich rede von Long Way Round. Die haben mit KTM und BMW geschrieben, E-Mail, telefoniert, was weiß ich alles. Man sieht in der Serie, KTM hat es abgelehnt. Er hat gesagt, die Idee ist verrückt, wir machen nicht mit. BMW hat gesagt, ja, passt, das gefällt uns, wir machen mit. In dem Fall haben die beiden Glück gehabt und auch die Firma hat Glück gehabt.
es hat funktioniert. Oder manche Firmen haben so ein Formular, so ein Kontaktformular, Namen eingeben, E-Mail, keine Ahnung, was du machst. Und ja, ich muss keinem erzählen, wie eine Bewerbung funktioniert. Du schreibst Zahlen, Fakten, so viel habe ich gemacht, so, das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Ja, nicht machen, vielleicht schreibt man nicht am Anfang, aber es ist so wie eine Bewerbung. Du schickst dein Resümee und es wird bearbeitet, es wird begutachtet und es dauert manchmal sehr lange, aber ich empfehle, bei der Sache bleiben, am Ball bleiben und irgendwann mal kannst du schießen und machst du ein Tor. Als Consumer, als Influencer, als wer auch immer du deine Sache machst. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus.